Willkommen zum ersten Java-Tutorial. Dieses Tutorial läuft neben meinen Android-Development-Tutorials, die ja, sich speziell auf Android beziehen und schon Java-Kenntnisse voraussetzen. Während hier dieses Java-Tutorial auf die abzielt, die sich noch gar nicht mit Java oder nur ganz wenig beschäftigt haben. Ist auch als Ergänzung für dieses Android-Tutorial gedacht, um halt auch Leute, die in die Android-Entwicklung einsteigen wollen, aber vorher auch noch gar nicht mit Java gearbeitet haben, um denen halt einen Einblick in Java zu geben, um nachher mit den Android-Development-Tutorials weiterzumachen. In diesem ersten Tutorial erzähle ich erstmal so grundlegende Sachen über die Java Runtime, das JDK und so gewisse Sachen, die man bei der Java-Entwicklung grundlegend erstmal beachten sollte. Und im nächsten Tutorial geht es dann erstmal wirklich los mit Einrichtung der IDEs, welche gibt es, etc. So grundlegend fangen wir mal mit der Java Runtime an. Und zwar Java ist der Code, den man schreibt und kompiliert, plattformunabhängig. Es liegt daran, dass wir haben unsere Quellcode-Dateien, die liegen im Klartext als .java-Datei vor, ist ganz normale ASCII-Datei mit unserem Code drin. Wenn wir in unserer IDE sagen, wir wollen das jetzt compilen, dann bei C würde der zum Beispiel direkt in den Maschinencode compilen und es wäre dann auf der Architektur lauffähig, unter der man dann compiled hat, zum Beispiel Windows für 32-Bit, Windows für 64-Bit etc. Hat den Nachteil, man muss für alle Architekturen 32-Bit, 64-Bit, für sämtliche Betriebssysteme, Windows, Linux, Macs etc. Muss man eine eigene Binary compilen. Bei Java ist das nicht so, denn wenn wir auf Compile klicken, wird das in den sogenannten Bytecode mit der Endung .class übersetzt. Das ist eine Zwischensprache, die schon mal ein bisschen optimierter ist und nicht direkt den Quellcode im Klartext drin hat. Wenn wir jetzt auf unserem System sind, wo wir das Programm ausführen wollen, brauchen wir eine Java Runtime Environment. Die ist zum Beispiel in C geschrieben und nicht plattformunabhängig. Die gibt es aber für so gut wie jede wichtige Plattform und muss halt installiert sein, um unsere Java-Anwendung ausführen zu können. Und diese Runtime Environment lädt unseren Bytecode und verifiziert ihn dann halt erstmal. Beinhaltet das ganze Memory Management, die ganzen Java-APIs, auf die wir zugreifen, und entscheidet dann, ob es den Quellcode interpretiert. Das heißt, der Teil, der gerade ausgeführt wird, wird durch den Interpreter gejagt, sozusagen teilweise compiled und dann ausgeführt, oder ob er durch den Compiler gejagt wird und komplett compiled wird. Die Entscheidung findet so statt, dass halt geguckt wird, was wäre für die Ausführung schneller. Und da wird das im Prinzip dann erst im letzten Schritt, da wo es wirklich ausgeführt wird, wird es halt in den Maschinencode compiled und ausgeführt. Und deswegen sind Java-Programme plattformunabhängig. Sozusagen liegt der richtige Compiler in dem Maschinencode bei dem Nutzer, der es ausführt. Und das so grundlegend zur Java Runtime Environment und warum Java plattformunabhängig ist. Um mit der Java-Entwicklung anzufangen, brauchen wir nicht nur die Java Runtime Environment, die so gut wie jeder installiert haben sollte. Die finden wir auf der Oracle-Seite unter Downloads, dann Java for Your Computer und kriegen hier den kostenlosen Java-Download. Wir brauchen zusätzlich auch noch das Java Development Kit. Das findet sich ebenfalls auf der Seite von Oracle unter Downloads, Java for Developers. Und nennt sich JDK. Wenn wir noch keine Runtime installiert haben, können wir auch einfach das JDK installieren, das auch eine Runtime bei. Und hier haben wir dann unser Java SE Development Kit. Zu den ganzen Abkürzungen SE, EE, ME etc. Java ist in unterschiedliche Teile aufgeteilt. Zum Beispiel haben wir die SE, das ist die Standard Edition. Das beinhaltet alles, was man so grundlegend für die einfachen Programme braucht, die auf dem Desktop ausgeführt werden. Die EE-Version ist die Enterprise Edition. Mit der kann man dann
Anwendungen schreiben, die in einem Applikationsserver, auf einem Server wirklich laufen und zum Beispiel eine Webseite bereitstellen, die in Java geschrieben ist. ME ist die Micro Edition oder manchmal auch Mobile Edition genannt. Das ist für so Embedded-Systeme im Grunde genommen, wie zum Beispiel Smartphones, Handys, aber auch solche Sachen wie Blu-ray Player, Navigationsgeräte etc. Dann gibt es noch so grundlegende Sachen, Java Card für Smart Cards, TV für Smart TVs etc. Aber im Prinzip kümmern wir uns im Grunde nur um die Standard Edition. Und wenn wir irgendwann mal zur Webentwicklung bzw. Enterprise-Entwicklung gehen, halt um Java EE. Das Android SDK ist zum Beispiel eine, ja, man könnte sagen, es ist das Java ME, nur halt ein bisschen abgeändert. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf der Download-Seite vom Java Standard Edition Development Kit. Und hier akzeptieren wir einfach die Lizenz und laden unser JDK für die entsprechende Plattform runter. Das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen eine 64-Bit Windows-Version sein. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr ein 32-Bit oder ein 64-Bit-System habt, könnt ihr ganz leicht Rechtsklick auf Computer gehen, Eigenschaften sagen und dann steht hier zum Beispiel Systemtyp 64-Bit Betriebssystem oder halt 32-Bit. So. Und die entsprechende Version runterladen und installieren und damit ist das Ganze fertig. Und jetzt kommt es zu einer Eigenart von Java. Und zwar habe ich ja gesagt, dass wenn wir unseren Code sozusagen in der IDE compilen, dass wir dann nur einen Bytecode nachher haben, der in unseren Class-Dateien oder wenn wir mehrere Class-Dateien haben, in einer Jar-Datei zusammengepackt befindet. Und das ist ein großes Problem von Java. Und zwar habe ich hier mal ein ganz kleines Beispielprogramm geschrieben. Das könnt ihr euch auch runterladen. Und zwar habe ich hier eine Klasse. Also erstmal Packages ist eine Ordnerstruktur, in der man seine Programme unterteilt. Die fangen grundsätzlich zum größten Teil einfach mit dem Domainnamen des Entwicklers rückwärts an. Das ist bei mir. Das heißt j.devtut.de. Das heißt rückwärts de.devtut.j. Und dann kann man noch Unterteilung treffen, Programmnamen rein etc. Im Hauptordner hat man dann eine Klasse mit dem Ordner Java, also mit der Endung Java, mit einer Methode main, die wird dann ausgeführt. Man kann halt noch weitere Packages runter, mehrere Klassen etc. Zu dem Ganzen kommen wir aber später, wenn es wirklich um die Entwicklung geht, das ist im nächsten oder übernächsten Tutorial. Auf jeden Fall grundlegend habe ich ein Programm, das kommt hier in main rein, ruft dann eine Methode, sag hallo auf. Diese Methode ist hier. Die erstellt ein Objekt von einer Klasse und ruft dort eine Methode mit den Parametern Hallo Welt aus. Wie das Ganze funktioniert und was das ist, wie gesagt, kommt später. In dieser Klasse, die erstellt wird, haben wir hier jetzt unsere Methode und geben einfach den übergebenen Text aus. Einfach auf der Konsole. Ich führe das Ganze mal aus. So, das mache ich einmal. Wenn man jetzt in der Konsole guckt, sieht man Build Success. Habe ich jetzt mal ausführen wollte ich. Schluckte meine Konsolenausgabe. Ach, da, wurde zusammengeklappt. Hier sehen wir jetzt das Hallo Welt, was ausgegeben werden soll. Aber darum geht es jetzt im Grunde erstmal nicht. Und zwar sehen wir hier, unserem Quellcode ist erstmal im Klartext ganz normal, weil wir die Quelldateien haben. Jetzt gibt es aber das Problem, wir haben einen Bytecode. Und zwar in der Jar-Datei, die wir haben. Ich kann die auch gerne nochmal öffnen. Das ist einfach nur ein ZIP-Archiv, sämtliche Class-Dateien drin. Ist einfach halt nur ein Archiv zusammengepackt. So. Und wenn ich den jetzt durch einen Decompiler jage, kriegen wir bis auf die Kommentare unseren Quellcode wieder eins zu eins raus, so wie wir ihn geschrieben haben.
Das kann jetzt unter Umständen sein, dass wir das nicht wollen. Und dafür gibt es sogenannte Obfuscator. Ein Obfuscator geht hin und macht den Code sozusagen unleserlich und optimiert ihn noch ein bisschen. Und zwar, um das Ganze mal manuell zu machen, würde der zum Beispiel hingehen und würde diese Methode einfach in A umbenennen. Das heißt, der macht den Aufrufparameter A. Würde diese Klasse vielleicht auch in A umbenennen? Benennen wir hier einmal auch um A. Und diese Methode dann vielleicht auch in A. So. Diese Klasse A. Und müssen wir noch einen Import setzen. Methode A und die Methode dann halt auch A. Und dann fängt er hier an, auch noch diese ganzen Attribute etc. umzubenennen. Jetzt nur halt beispielhaft, machen wir das wieder rückgängig. So. Damit hat man seinen Code zwar nicht geschützt, aber er wird unleserlich. Bei so einem kleinen Programm bringt das jetzt nicht viel, weil da kommt man sehr schnell noch dahinter, was es macht. Aber wenn man größere Programme hat und die dann durch einen Decompiler jagt, das kann ich gleich auch mal bei einem größeren Programm zeigen, dann findet man sich da im Prinzip gar nicht mehr zurecht. Und das ist halt der Sinn, der mit so einem Obfuscator halt, ja, halt der Sinn dahinter. So, ja, irgendwann das Ganze durch einen Obfuscator sehen wir das Ganze decompiled. War jetzt ein schlechtes Beispiel, wie ich bemerkt habe, weil er den Code noch ein bisschen optimiert hat. Der hat nämlich alle drei Methoden zusammengeführt und in einen reingesetzt. Auf jeden Fall sehen wir schon mal zum Beispiel, er hat unser eines Package in A umbenannt, unsere eine Klasse in A und ja gut, da ist keine Methode mehr drin, weil er das alles hier reingepackt hat. Aber so grundlegend. Ich ziehe jetzt mal einfach zum Beispiel ein recht großes Projekt rein, nämlich nehmen wir einfach mal die JAR-Datei von Minecraft. So, hier sehen wir das Ganze genau. Unsere ganzen Klassen sind einfach nur mit Buchstaben wahllos durchnummeriert. Und wenn wir die öffnen, sehen wir dann auch die ganzen Methoden sind und ganzen Rückgabetypen etc. ist alles eigene Klassen sind. Einfach nur Buchstaben, Parameter, immer Param-Typ und da durchnummeriert etc. Und wir blicken gar nicht mehr durch diesen Code durch. Und das ist halt der Sinn hinter so einem Obfuscator. Wir können es nicht komplett unleserlich machen, dass man wie bei C diesen wirklichen Bytecode hat, den man natürlich auch wieder reverse-engineeren kann mit Assembler etc. alles. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, sondern wir können es nur recht unleserlich machen. Das nur mal so als kleiner Einblick. Und das war es dann auch mit dem ersten Tutorial. Und beim nächsten Mal fangen wir dann an. Wir besprechen einmal, welche IDEs es alle gibt. Und wie man halt in der IDE, die wir hier für die Tutorials benutzen, so grundlegend sein Projekt erstellt und schon mal sein erstes Hallo Welt Programm schreibt. Und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal.